Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Terranigma. Wir sind in Safarium, haben gerade mit dem Löwenkönig gesprochen und seiner Frau. Die Frau sagte uns, Liam steckt in großer Gefahr, weil er die Mutprobe für seinen Vater in irgendeiner hässlichen Schlucht macht. König Leon ist alt geworden. Leons junger Sohn Liam wird eines Tages den Thron besteigen. Wow, und was sagst du uns? Auch bloß Hintergrundinfo. König Liam ist ein hervorragender Regent. Alles klar, er kann das Land gut regieren. Wunderbar. Gucken wir mal, was hier unten los ist. Oh, es war einfach bloß eine Abkürzung zurück nach unten. Auch schön, dann können wir uns jetzt auf der Suche, auf die Suche nach Liam machen. Nein, ich gucke erstmal auf die Oberwelt, ja. Wir haben zwar noch eine dritte Möwe zur Auswahl, aber ich denke einfach mal. Da war Sue. Ich glaube nicht, dass es Sue heißt. Das wäre ja Schwachsinn. Doch, richtig gesehen, da unten war eine Höhle. Sondern, dass es Sue heißt. Das klingt viel epischer und klingt auch viel cooler. Schlucht. Gut, dann können wir uns endlich ziemlich sicher... Moment mal. Na? Löwen sind ungewöhnlich zähe Burschen. Der kleine Prinz muss sich der Prüfung in dieser Schlucht stellen. Oh Gott. Was sagst du uns? Löwen sind ungewöhnlich zähe Burschen. Der Typ da oben hat dir das schon gesagt. Okay. Kakteen. Merkwürdige Geschöpfe. Eine Eule. Vor einiger Zeit ging ein kleiner Löwe in diese Schlucht. Danke für die Info, das war sehr hilfreich. Wäre ich nie drauf gekommen. Da geht's auch... Mama! Okay, für Liam. Oh scheiße, hätte ich gewusst, dass das so tief ist. Oh nein, ich schreibe mein Testament. Oh, mein letzter Gedanke. Keks! Kuchen! Ich lebe noch. Ich habe mir nicht mal was gebrochen. Ich glaube, mein Knöchel tut weh, aber angesichts der riesengroßen Falllage, meiner Fallgeschwindigkeit und so, eigentlich hätte ich Matsch sein sollen. Bin ich froh, dass ich noch lebe. Wow. Mein letzter Gedanke in meinem Leben wäre Kuchen gewesen. Gut zu wissen. Was haben wir hier? Vögel. Auch nicht schon wieder Vögel. Ich mag Vögel, aber nur die friedlichen. Tot. Hey, lass mich raten, Liam. Danke für die Rettung. Ich dachte, ich sei am Ende. Ha, schon gut. Du scheinst noch ziemlich jung. Ganz allein an so einem gefährlichen Ort. Hast du denn gar keine Angst? Alle Löwen werden auf diese Art geprüft. Mein Vater sagt, das Leben ist sinnlos, wenn man es nicht schafft. Was für ein angeberischer Trottel. Mal ohne Scherz. Was wollen wir hier so eine hässliche Schlucht? Was ist denn das jetzt? Der freut sich hier des Lebens. Gault hier einfach ab und ich darf ihn bestimmt gleich beschützen. Oh, ein schüchterner Kaktus, er redet nicht mit uns. Was ist denn das? Ja, mach den schönen Lenz. Ja, ich mach das schon für dich, ja. Du machst die Prüfung und ich mach den Rest. Wie chillig der hier rumläuft. Ich fass es ja... Oh nein, Vogel. Ich fass es einfach nicht. Na, kannst du auch springen? Nee, war. Tja, das hab ich mir gedacht. Na, ja, ist deine Reise hier schon... Oh, er kann doch springen. Deine Reise hier schon vorbei. Vogel. Sobald er ihn angreift, ist er tot. Hey, warum hat das bloß 5 abgezogen? Oh, ist Friendly Fire an? Ist er... Nein, Friendly Fire ist aus. Gut, aber das sah gerade verdammt so aus. Du hau ab, du auch. Gut, ein Stein. Ein dicker Felsbrocken versperrt uns den Weg. Und wir brauchen garantiert den Granitspeer, um... Zerschmettert auch massive Felsen zu tun. Ausgerüstet, wunderbar. Gut, schon ausgewählt. Nein, ich will das. Ich will einfach bloß den Stein. Bam, bam, zacka, bumm. Bumm. Moment mal. So geht's natürlich auch. Einfach schieben. Gut, ich nutze... Nein, nicht die Zeit nutzen. Komm. Oh, er wartet auf uns. Puh. Ich hatte schon Angst, dass er uns jetzt einfach davonläuft. Dann nutze ich die Zeit mal schnell, um meinen... Dornspeer wieder auszuwählen, mein Dornlanze. Hey, Großer, du bist aber lahm. Leg mal einen Zahn zu. Hey, Moment mal. Nicht so schnell. Er ist weg. Oh Mann, hast du einen kleinen Löwen gesehen? Hey. Ach, Kakteen, ey, faulen Schweine. Da braucht man einmal die Hilfe. Oh, Level 14 erreicht. KP steigt um 9. Bla bla bla. Pipapo, wir sind alle froh. Alles klar. Ja, ist schön.
Interessiert gerade kein Schwein, wie viel da wir dazugekommen. Noch ein Schleimi. Okay, ich gehe jetzt lieber erstmal rechts lang. Weil hoch, denke ich mal, geht es zum Ausgang. Und solange wir den Löwen nicht haben... Ah, alle so schüchtern hier, die Kakteen. Ah, wunderbar, da ist er schon. Hey, Großer! Was ist denn los? Wir sollten uns lieber beeilen, also... als zu trödeln. Als so zu trödeln, ach verdammt. Also los, wollte ich jetzt... Dachte ich jetzt. Irgendwas ist hier? Oh, nichts. Nichts. Hey, warte auf mich. Ja, wer chillt denn hier die ganze Zeit so rum und läuft hier so schön lahm? Da oben war da so ein Feuerauge, das kann ich dann schon mal vernichten. Ohne, dass es mich verkugelt. Zack. Zack. Mit einer Dornenlanze ins Feuerauge gestochen. Nein, ich wurde geröstet wie ein kleines Truthahn-Männchen. Ja. Du, komm her. Wow, das macht aber Spaß. Ja. Wenn das immer so ist, würde ich jeden Tag eine Prüfung ablegen. Nur ein Wort und ich schlage ihn. Reden wir lieber mit Kakteen. Dass die alle nicht mehr mit uns reden wollen? Puh, jetzt hast du ja den Löwen gefunden. Jetzt sind wir ja unbedeutend. Hey. 110. Pat wurde geröstet, kleiner Löwe auch. Verdammt. Das gibt Löwenfilet am Spieß. Bam. Aber unser schleimiger Freund hier kann unseren Löwen auch nichts anhaben. Bam. Wo geht der denn? Da ist so eine Sackgasse. Mann, du Kleiner. Na? Huch, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen umkehren. Ja, schön. Machst du ja ganz toll. Ja, chill mal weiter, ich gehe schon mal vor. Hey, hey. Na, der sagt mir auch noch nichts. Feueraugen. Nein, nicht rösten. Oh, ich will ihn töten. Gleich in einen Terrorangriff übergegangen. Wo bleibt denn der Löwe? Da ist er ja. Gut. Gut. Oh, eine Sackgasse. Verdammt. Sackgassen über Sackgassen. Na, Digga, wo wartest du? Oh, hier ist eine Abzweigung. Wo geht es denn hier weiter, Großer? Kein Plan. Nein, rechts entlang. Da drüben, nach unten war gerade eine Sackgasse. Die rechte Abzweigung. Ist ganz sicher richtig? Hey, Großer, bist du etwa Wahrsager? Ja, auf jeden Fall. Ich mache das beruflich, hauptberuflich. Krieg 3,50 die Stunde. Das ist nicht viel. Muss dafür 12 Stunden am Tag rackern. Irgendwelchen Omis die Karten legen. Die so blöd sind. Du kommst jetzt aus dem Pott. Via ihr... Oh. Schneller, Löwe. Chill mal. Ja, so ein Regierungstyp wie das. Großer König Leon. Liam. Entschuldigung. König Großer... Großer König Liam. Wir werden angegriffen. Och, chill mal. Wir haben ja Zeit. Lass mal langsam in das Dorf darüber gehen und dann können wir denen helfen. Ja, ja. Ja, solange er nicht korrupt wird. Ihm macht das auch noch Spaß. Also mir macht das alles andere als Spaß. Ja, für ihn wird die ganze Arbeit gemacht und ihm macht Spaß. Natürlich macht ihm das Spaß und jetzt geht er hoch und tötet das Auge. Wo ist das Auge? Das schwarze Auge. Bam. Das gab auf Auge. Wow, das macht aber Spaß. Wenn das immer... Okay, ich werde hier erstmal schneiden, ein Päuschen machen, bevor der Löwe hier uns davon rennt. Und wir sehen uns im nächsten Part Terranigma. Ich hoffe, ich habe nicht schon zu lange gezockt. Das wäre tragisch. Tschüss.